Berlin, unsere Hauptstadt, Deutschlands Machtzentrum und der journalistische Hotspot der Republik. Es ist Juni 2010. Der Politikschwerpunkt des Ansbacher Journalismusstudiengangs tritt zu seiner ersten Exkursion an. Furchtlos starten die Jungjournalisten in ihr Hauptstadtabenteuer. Zunächst steht ein Besuch im Auswärtigen Amt an. Dort stellt ein Mitarbeiter der Pressestelle seinen Beruf vor. Der Terminkalender am ersten Tag ist prall gefüllt. Der Deutsche Bundestag steht als nächstes im Programm. Hier im Regierungsviertel schmeckt die Luft regelrecht nach Geschichte. Was man sonst nur aus Zeitung und TV kennt, wird greifbar. Doch lange lassen sich die Nachwuchsjournalisten davon nicht beeindrucken. Ein Gespräch mit dem Mitarbeiter eines Abgeordneten entwickelt sich schnell zu einer kritischen Fragerunde. Es folgt ein informativer und unterhaltsamer Vortrag im Plenarsaal, bevor der Höhepunkt des Tages erreicht wird. Der Aufstieg zur Kuppel des ehemaligen Reichstagsgebäudes. Das ist ja die erste Exkursion, die ich an der Hochschule Ansbach mit dem Politikschwerpunkt durchführe. Ist für mich also auch ein Experiment und ein kleines Abenteuer. Ich hoffe, dass es allen gefällt und Spaß macht und aufgeht, diese Rechnung. Ich habe aber das Gefühl, dass zumindest der erste Tag ganz vielversprechend verlaufen ist. Jetzt ist es 22 Uhr und wir stehen hier oben in der Kuppel und blicken auf das beleuchtete Berlin, können uns irgendwie gar nicht losreißen von diesem Anblick und von dieser Umgebung. Und ich glaube, das wird ganz schön noch in den nächsten Tagen. Das Ende eines spannenden, aber anstrengenden Tages. Zeit, sich einen Moment der Ruhe zu gönnen und die Eindrücke wirken zu lassen. So, jetzt ist es endlich soweit. RJO aus Ansbach hat es endgültig geschafft und hat die Kuppel, die Spitze der Hauptstadt erreicht. Wir stehen ja auf dem Bundestag und grüßen ganz freundlich nach Ansbach, die Spitze von Berlin, RJO. Der heutige Gastgeber, Hans-Ulrich Jörges. In seiner typischen Art präsentiert er ein von Bundeskanzlerin Merkel höchstpersönlich gejährtes Unkraut seiner Dachterrasse. Hausfrau, die süß. Das Mitglied der Stern-Chefredaktion steht den Studenten für ein intensives und äußerst aufschlussreiches Gespräch zur Verfügung. Die Pressekonferenz ist ebenfalls Teil der Exkursion. Beim Verein der in Berlin akkreditierten Journalisten müssen die Politiker Tacheles reden. Heute stehen aber leider keine besonderen Themen auf der Tagesordnung. Am letzten Tag der Exkursion, Rückkehr in den Bundestag. SPD-Abgeordnete Sonja Steffen beantwortet Fragen der Studenten zu den Themen Bundespräsidentenwahl und Oppositionsarbeit. Neben den offiziellen Terminen erkunden die Jungjournalisten die Stadt auch auf eigene Faust. Berlin hat viele Gesichter. Die glanzvolle Welt der hohen Politik beeindruckt. Doch wie viel davon ist Fassade? Werden so die konkreten Probleme im eigenen Hinterhof gelöst? Und wie stark kann ein einzelner Abgeordneter überhaupt Einfluss nehmen? Also man kann nicht die speziellen Interessen eines Landkreises im Bundestag vertreten. Man kann Interessen der ländlichen Räume vertreten. Zu denen gehört dieser Landkreis. Insofern geht es schon. Und davon mache ich auch deutlich Gebrauch. Keine einfachen Fragen. Doch CSU-Politiker Göppel bleibt kämpferisch. Das Vertrauen seiner Wähler verpflichtet ihn dazu. Also Spaß macht mir die Politik nicht. Es ist so, dass ich bestimmte Anliegen habe, für die ich Mehrheiten suche. Und es ist ein unaufhörlicher Prozess der Suche nach Mehrheiten.